Mahlzeit, mein Name ist Balfour und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Reaction. Wir schauen uns heute Odd Crew an. Eine für mich komplett neue Band, vielleicht für euch ja auch. Wenn euch die Band interessiert, unten habe ich natürlich das Originalvideo verlinkt. Damit kommt ihr zur Band und könnt alle weiteren Infos abgreifen. Ansonsten gucke ich ja immer, dass ich bei all meinen First Reactions nicht vorher recherchiere. Klar habe ich dann weniger Informationen für euch, aber ich selber spoilere mich nicht selber und habe einfach dann einen unverfälschten Ersteindruck. Zum zweiten und dritten Video, wenn dann welche kommen und ihr euch sie wünscht, gibt es dann meistens noch ein paar Background-Infos etc. Aber wie gesagt, ich versuche mich selber nicht mit zu vielen Infos zu spoilern. Ich würde sagen, genug von mir. Jetzt kommt erstmal ein Bandmitglied zu Wort und danach gehen wir direkt zur Reaction. Hey guys, Bonzi Vodka here. And I'm making this video to say how excited we are not only that we have our first single for a while up and rolling in YouTube, but we're gonna have our first reaction video in German language. Thanks to Baltimore. Und jetzt schauen wir uns Morning Lights an. Ich wünsche euch und mir wie immer viel Spaß. Ich mache schon mal die erste Kulisse. Die erste Kulisse gefällt mir schon mal sehr gut. Ich weiß nicht, irgendwo zwischen nebelverhangene Berge und Nordsee. Da sind auf jeden Fall zwei Türmchen, scheinen Schornsteine zu sein. Keine Ahnung. Ich mag aber irgendwie die Kulisse, so Nebel und dann irgendwie so Sonne dahinter. Also ich kenne das halt von meiner Jugend ganz viel, wenn dann irgendwie so die Sonne durch den Nebel kommt. Und ich fand das immer sehr, sehr faszinierend. Das hat immer so eine ganz besondere Stimmung. So, sorry für die Unterbrechung, es geht weiter. Das Video geht 7 Minuten, also ich versuche mich immer kurz zu halten. Ab jetzt, versprochen. Auch wieder so ein Song, der sich Zeit lässt. Sehr cool. Also die Spannung steigt schon. Ich will echt, was da jetzt kommt. Okay, war anscheinend nur ein Intro. Sehr cooles Intro. And the night spins around and shiver as the black witches from behind. In the face of a long-held fear, it smiles back from an empty heart. And you pray there's some. Till the morning lights
Ein sehr, sehr cooler Song. So, wir gucken noch einmal. Ja, perfekt. Auf einen Klick, beste Hintergrundbild. Also, Song selber sehr cool, sehr schön. Hat eine ganz besondere Stimmung und auch das Video. Der Song ist halt, oh, also ich habe wirklich so einen Song zum Genießen. Also, wo man sich halt wirklich irgendwie so im Halbdunkeln hinsetzen kann, irgendwie schön mit einem schönen Whisky oder einem schönen Rum, irgendwie am besten mit seinem Partner oder Partnerin irgendwie den Tag oder den Abend ausklingen lassen. Man macht mal so entspannte Musik dran, natürlich mit ein bisschen Rock dazwischen, mit so einem kleinen Auftakt, aber ansonsten einfach so wirklich Musik, lässt den Tag nochmal so ein bisschen Revue passieren und im Hintergrund läuft einfach dann so ein stimmungsvoller Song. Das ist so das, was mir gerade irgendwie so durch den Kopf gegangen ist. Grandios. Einfach mal so ansonsten alles runterfahren und wirklich dann einfach nur ein bisschen den Moment sein lassen und so genießen. Sehr, sehr cool. Und dieses Reduzierte, finde ich, findet man halt auch im Video. Also es ist natürlich ein Schwarz-Weiß-Video, aber auch da. Dieser langgezogene Anfang und auch dieser Ausklang, also man merkt halt einfach, dass die Band sich da jetzt nicht irgendwie getrieben fühlt, sondern sich einfach Zeit lässt. Und ja, was ich auch zum Beispiel eine sehr, sehr schöne Szene im Video fand, das halt zum Nachgang nochmal
jedes Bandmitglied einzeln gezeigt worden ist. Also jedes Bandmitglied hatte nochmal seinen Moment. Ansonsten ist es ja ganz häufig, dass irgendwie der Fokus auf dem Sänger liegt oder auf vielleicht einem Gitarristen, der gerade das Solo macht. Aber da einfach nochmal einfach sich Zeit nehmen und jedes Bandmitglied eben seine gewisse Screen Time hat und man die eventuell dann auch wiedererkennt beim Sehen, auch wenn die vielleicht weiter hinten stehen etc., finde ich halt sehr, sehr cool. Also ich finde ein relativ ruhiger Song, wie gesagt, bestimmt nicht 0815, aber wie gesagt, in der richtigen Stimmung sehr, sehr schön. Also ja, das war's soweit zu meiner äußerst unprofessionellen Analyse. Wenn ihr was anderes habt oder noch Anregungen, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Auch wenn ihr andere coole Vorstellungen habt. Ich stehe immer darauf, wenn ihr mir neue Bands vorstellt. Habt allerdings manchmal ein bisschen Geduld. Meine Liste ist schon voll, aber ich versuche eben regelmäßig auch dann neue Bands reinzubringen etc. Und ihr wisst das ja alles, ne? Große Bands, kleine Bands, Newcomer. Alles im besten Mix für euch, hoffe ich, und natürlich auch für mich selber. Und ja. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Ich bin jetzt raus. Bis dahin, euer Balfmor. Achso, und vergesst nicht, unten ist das Originalvideo verlinkt. Ne? Künstler unterstützen, Like klicken, wenn euch sehr gefällt, auch das Abo. So, jetzt bin ich wirklich raus. Bis dahin, euer Balfmor. Ciao.